Mystik, Finanzchaos, Neuanfänge. Läuft jetzt alles aus dem Ruder im Juni? Was meint ihr? Taucht ein mit mir in die faszinierende Welt des Juni, eine Zeit voller geheimnisvoller Energien und unerwarteter Wendungen erwartet dich in diesem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute werden wir uns den Juni mal ganz genau anschauen. Es gibt nämlich verschiedene Grundstimmungen in diesem Monat und jede Stimmung hat etwas Besonderes zu bedeuten. Am Ende des Videos machen wir eine wundervolle Heilstromübertragung für deine Seele. Und du kannst, wenn du möchtest, am Ende des Videos noch länger dabei bleiben, einfach um die Musik zu genießen, weil die Musik mit der Energie des Heilstroms aufgeladen ist. Und jetzt möchte ich dir gerne vom Monat Juni erzählen. Und es ist gut, dass du dabei bist, damit du über alles informiert bist und dich dann im Monat Juni auf die Energien einstellen kannst. Grundsätzlich bringt uns der Juni eine harmonische Grundstimmung, die hier und da einmal ein bisschen unterbrochen wird und dann ihre Ecken und Kanten zeigt. Ich bin ein bisschen heiser. Bitte entschuldigt, wenn meine Stimme nicht immer so sicher ist. Das liegt jetzt nur daran. Das heißt also, gerade am Anfang vom Juni beginnt eine Phase der Konsolidierung, denn Saturn in Fische wird rückläufig und der bereits rückläufige Pluto wechselt von Wassermann zurück in den Steinbock. Das ist am 3.6. und am 4.6. haben wir den Vollmond. Und der Vollmond bringt uns sehr schöne Energien, feinfühlige, intensive und kreative Belange bekommen hier eine gute Wertung. Also ihr könnt euch an diesen Tagen wirklich mit schönen Dingen beschäftigen und kreativ sein. Sogar geschäftliche Dinge könnten an diesen Tagen eine unverhoffte Wendung, eine positive Wendung bringen. Also guckt mal, wo ihr steht, was noch vorzubereiten wäre, was noch zu tun wäre, damit dies dann auch eintreffen kann. Selbst für spirituelle Belange ist es eine gute Zeit. Also wenn du da in der Zeit vielleicht ein Webinar machst, ja, dich weiterbildest, dann wäre dies ein guter Zeitpunkt. Denn es können sich neue Türen öffnen. Und wir haben ja also jetzt den Vollmond am Anfang vom Juni und dann haben wir am 21.06. die auch noch mal so eine Toröffnung. Deswegen habe ich heute so ein großes Tor als Hintergrund genommen. Das ist also eine, zur Sommersonnenwende, das ist also eine große Energie, die wieder auf die Erde strömt. Und dann am 11. Juni wechselt Pluto zurück in den Steinbock. Und das heißt für uns, wir müssen uns um handfeste Dinge kümmern. Nämlich kommt es dann zu den schwächelnden Dingen, also vielleicht zu Staaten, denen es nicht gut geht, marode Finanzinstitute, noch mehr Bankenprobleme, Schuldenprobleme und vielleicht noch Immobilienprobleme. Also all das beginnt dann hier mit dem Wechsel von Pluto in den Steinbock wieder uns einzuholen. Und noch dazu haben wir vom 12.06. bis zum 23.06. NATO-Übungen über uns in Deutschland. Und also das wird alles hier, Deutschland hat wohl eingeladen, dass man hier bei uns, über uns im Himmel, da diese ganzen NATO-Übungen machen kann. Und das ist also für uns, für die Menschen wahrscheinlich nicht so schön. Es wird laut werden und auch der Flugverkehr ist ja gestört. Wer also auf Reisen gehen möchte, der sollte das lieber nicht in dieser Zeit tun. Da kommen also einige Probleme auf uns zu. Es könnten viele Wünsche auch aus dem Ruder laufen. Und man sollte auch in der Zeit auf seine persönlichen Finanzen achten und sich ja erstmal ein bisschen sparsam sein, das wird sich dann danach auszahlen. Zu diesem Zeitpunkt am 11. Juni ist es also Vorsicht angesagt sozusagen. Am 17. Juni wird dann Saturn wieder um 7 Grad auf Fische rückläufig und das wird bis zum 4.11. dauern. Das heißt für uns, was wir in der Vergangenheit begonnen haben,
können wir durch die Rückläufigkeit wieder in Ordnung bringen. Da kannst du dir überlegen, was da vielleicht für dich zutrifft, was du begonnen hattest, was nicht so gut war in der Vergangenheit. Das kannst du jetzt nochmal angehen und dann in eine neue Ordnung bringen, eine gute Gelegenheit. Dann kommen wir zum Neumond am 18.06. und das ist ein Zeichen, um nochmal für sich selbst etwas zu tun, der Neumond. Es werden viele Prozesse der Heilung kommen. Es ergibt sich also die Möglichkeit, dass wir eine große Seelenheilung bekommen werden, also auch ein therapeutischer Prozess, der sich hier in Gang setzt, wäre von großem Vorteil in dieser Zeit. Also wenn du vielleicht auf die Kur gehst oder was für deine Gesundheit tun möchtest, dann ist das ein idealer Zeitpunkt. Dann kommt ja am 21.06. die Sommersonnenwende und die bringt uns durch die Energie vom Krebs die urweibliche Kraft und wir können also auch die Quelle des Lebens anzapfen, uns verjüngen, uns heilen. Eine wundervolle Zeit für alle, die spirituell da begabt sind oder sich gerne hingeben den Energien. Also nutzt diese Zeit und tut viel für euch, für eure Gesundheit und auch für die spirituelle Entwicklung. Danach wird es dann am 26. Juni wieder ein bisschen kritisch. Da kommen so störende Energien, die Verwirrungen anstiften und man hat auch so ein bisschen das Risiko, das Verletzungsrisiko, nicht, dass uns was passiert. Passt bitte gut auf euch auf, seid vorsichtig. Und dann kommen wir am Ende des Monats wieder in die Grundschwingung, in die positive Grundschwingung. Und es ist möglich, dass wir ganz viel Gleichgesinnte treffen, also Menschen treffen, die auch spirituell unterwegs sind, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist so ähnlich, wie es dann im Juli ist, wenn wir unser Smarana-Festival haben. Dort wirst du ganz viele spirituelle Menschen treffen, die alle die gleiche Grundschwingung haben wie du. Und das wird wundervoll. Also das ist so eine Situation jetzt auch Ende Juni. Und für alle, die sich schon fürs Festival angemeldet haben, die werden da richtig gut vorbereitet darauf, weil wir ja gemeinsam auch etwas bewirken möchten. Und das stärkt uns jetzt, also diese Kraft am Ende des Junis. Da kommt nochmal so ein richtiger Schub zur Stärkung und Unterstützung von uns allen. Wenn wir jetzt den Juni mal im Überblick betrachten, macht deutlich, dass ab dem 11., wenn der Pluto zurück in den Steinbock wechselt, dass dann eine schwierige Zeit wieder beginnt und besonders schwierig ist die bis zur Sommersonnenwende. Und in dieser Zeit solltet ihr vorsichtig sein. Denn es kann auch in der Wirtschaft, in der Politik viel hin und her geben. Und dann diese NATO-Übung noch. Also die Zeit sollte man wirklich schauen, dass man sich gut zu Hause einrichtet und etwas für sich tut und gar nicht so sehr jetzt draußen die Nachrichten hört, weil das schadet uns nur. Dann haben wir ja die Sommersonnenwende und das ist diese große Toröffnung, die uns wirklich Kraft gibt. Die Hingabe stärkt uns auch in den Zellen, regeneriert und aufbaut und auch das Mitgefühl unter den Menschen gesteigert wird. Und das ist eine wunderschöne Zeit, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich denke, diese Zeit werden wir sehr genießen. Ich habe für euch eine Meditation vorbereitet für den Monat Juni, um uns zu stärken, gerade für die Energien in der Mitte des Monats, damit wir da gut hindurchkommen. Und du bist herzlich eingeladen, jetzt daran teilzunehmen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe hier mein Sieben-Erzengel-Spray, mit dem sprühe ich mich ein. Das müsst ihr nicht machen. Ich mache das nur, weil es mir eben gefällt, weil mir das Spaß macht. Und ja, jetzt kommt schon die Energie runter. Und ich darf dich einladen, dich einfach fallen zu lassen und zu genießen, die Botschaft, die jetzt kommt. Geliebte Menschen der Herzen, voller Freude darf ich euch begrüßen zu dieser Meditation.
Und so fließt die Energie der Dankbarkeit zu dir, berührt dein Herz und deine Seele, um dir zu sagen, dass du willkommen bist. Und wenn du magst, darfst du dich in dieser Willkommensenergie ausdehnen und tragen lassen. Denn diese Energie beinhaltet alles, was für dich wichtig ist für den Monat Juni. Diese Energie ist für dich da, um dich zu stärken und zu halten. Es ist wie ein großer Heilstrom, der aus dem Zentrum von allem, was ist, jetzt zu dir fließt. Und dieser heilende Strom wird dich stark machen für die schwierige Zeit im Juni. Er wird dich unterstützen, durch die schwierige Zeit im Juni gut hindurchzukommen. Denn wenn du diese Zeit geschafft hast, bist du bereit, die wundervollen Energien der weiblichen Kraft zu empfangen. Und deine Kreativität darf sich dann in dir ausbreiten. Und wenn du bereit bist, all dies zu empfangen, dann gib mir ein inneres Ja, damit ich nun die Energien zu dir senden darf. Und so fließt der Heilstrom zu dir, direkt in dein Zuhause. Er fließt in deine Aura und von dort in deinen Körper. Er fließt genau dorthin, wo es wichtig für dich ist. Und alles, was du tun musst, ist, diese Energien anzunehmen. Mehr braucht es nicht. Es braucht dein Einverständnis, damit die Energien für dich wirken können. Und wenn du mir nun ein Ja gibst, fließen die Heilströme der urweiblichen Kraft zu dir. Sie fließen über dein Herz in deine Zellen. Und sie berühren dich da, wo es wichtig für dich ist. Lass es ruhig geschehen. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, um alle Energien aufzunehmen. Und nun suchen sich die Energien in dir ihren Platz. Sie finden genau die Stellen, wo sie für dich am besten wirken können, wo sie dich am besten unterstützen können. Und alles geschieht in Liebe, in tiefer Liebe. Der Prozess der Seelenheilung beginnt. Es ist ein tiefgreifender Prozess, der zu deinem allerhöchsten Wohle und zu deiner Unterstützung wirkt. Gib dich diesem Prozess hin.
Denn die Energien tragen die allerhöchste heilende Energie des Universums. Und sie fließen in einem goldenen Heilstrom zu dir. Und so lass deine Seele nun in die Heilung gehen und spüre, wie sich deine Seele entspannt, wie andere Spannungen, die du vielleicht noch trägst, jetzt gehen können und wie sich ein neues Gleichgewicht in deinem Körper einstellt. Deine Seele beginnt zu leuchten in dem hellen Licht des Vertrauens, dass alles gut ist, so wie es ist. Und deine Seele, sie zeigt mir, dass es dir gut geht, dass die Energien zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. So soll es sein. Das Beste ist für dich vorgesehen, denn du bist es wert, das Beste von allem zu bekommen. Und so nimm dankbar diese Energien an. Bedanke dich mit einem Lächeln. Deine Seele wird dir sagen, wie gut ihr dies alles tut. Und wenn du das Gefühl hast, noch ein wenig in dieser Energie bleiben zu wollen, dann bleib jetzt einfach dran und genieße die Musik, denn die Musik trägt die heilenden Schwingungen für deine Seele weiterhin. Ich verabschiede mich jetzt von dir, sodass du dich ganz auf dich selbst und deine Seele konzentrieren kannst.
Thank you.
Rui Shetu.